Der Stapel ungelesener Bücher, das Regal ungelesener Bücher, das Zimmer ungelesener Bücher oder was auch immer man hat, ist irgendwie ja so ein Buchliebhaber-Ding. Und dagegen kann man was machen, wenn man es möchte. Man kann es auch lassen, wenn man sagt, es ist so cool, wie es ist. Und einer meiner Vorsätze für dieses Jahr war ja nicht Subabbau, also heißt, ne, dass der Stapel ungelesener Bücher nicht weniger werden soll, sondern dass ich mehr Subfokus haben möchte. Bedeutet im Grunde genommen einfach, dass ich mich weniger daran orientiere, was es darüber hinaus gibt, sondern erstmal darauf, was ich denn schon habe und die Geschichten auch kennenlerne. Denn bei mir ist es halt wirklich so, und wie gesagt, das kann ja jeder für sich entscheiden, aber es ist so, dass ich gerne die Geschichten auch wirklich kennenlerne und es super schade finde, dass ich die Bücher irgendwann halt aussortiere, einfach aufgrund dessen, dass ich sage, der Zeitpunkt ist es nicht mehr. Der Zeitpunkt war damals, als ich das Buch gekauft habe. Denn tatsächlich war es ja so, dass ich zu Beginn, auch zu Beginn, glaube ich, wo ich mit YouTube angefangen habe, da hatte ich ja noch 400 ungelesene Bücher zu Hause und da habe ich dann immer wieder mal Bücher aussortiert, ohne sie auch nur gelesen zu haben. Und das ist super schade, weil irgendwann kommt man ja nicht mehr hinterher und dass man sich verändert und gewisse Dinge dann nicht mehr mag oder andere Sachen eben bevorzugt, ist ja komplett logisch. Deswegen schauen wir uns heute meine Subentwicklung an im Januar. Und zwar nennen wir es einfach den Subsonntag. Das wird voraussichtlich immer der zweite Sonntag im Monat werden. Und dann gucken wir mal, wie es so gelaufen ist. Ich habe dir ja schon bei meinen Neuzugängen erzählt, dass ich grundlegend zufrieden war, obwohl das ja mehr waren, als ich dachte. Aber dazu kommen wir gleich. Und ich würde sagen, wir starten dann einmal direkt. Abonnier super gerne meinen Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Lass mir immer gerne ein Like da, kommentiere alle deine Gedanken, vor allen Dingen, wie es bei dir so lief und ob du dein Sub irgendwie verändern möchtest oder sagst so, nö, passt alles und alles lief bisher auch super im Januar. Das würde mich sehr interessieren. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du die zukünftigen Videos nicht mehr. Ich blende dir hier einmal mein Thumbnail ein von meinem gestrigen Video. Da ging es ja um die Neuerscheinungen für den Februar. Ja, passt super zusammen auf jeden Fall. Und das Video verlinke ich dir auch oben. So, vorab. Und jetzt kommen wir, wie gesagt, einmal zu den Zahlen, Daten und Fakten. Denn es war so tatsächlich, da stimmte die Zahl nicht ganz, denn ich habe ja am Anfang vom Januar einmal eine Subtour mit dir gemacht. Und da habe ich ja gesagt, das sind 117 Bücher. Ich weiß nicht, wo die anderen Bücher noch aufgetaucht sind. Ich glaube, in verschiedenen Räumen. Aber es waren am Ende doch 121 Bücher, die auf meinem Sub sind Anfang des Jahres. Und dann ist es so, dass ich natürlich das eine oder andere Buch gelesen habe, gehört habe, aber ja auch nicht alle Bücher dann immer zwangsläufig von mir beendet werden. Das ja auch so ein paar Eindrücke bekommen. Dementsprechend war es so, dass ich im Januar 22 Prints bei mir habe einziehen lassen und dann eben noch die E-Books, ne, das Neuzugang-Video, da hast du das ja alles ausführlich gesehen. Die E-Books zählen aber extra. Also zum Beispiel bei Rido habe ich so eine Extraliste für meine E-Books, einfach weil es mir darum geht, die Bücher, die ich halt wirklich jeden Tag so vor Gesicht habe oder vor meinem Gesicht habe, dass es um die geht bei meinem Subabbau. Und die E-Books, die lese ich dann halt mal immer hier, mal da, wenn ich gerade keine Lust habe auf einen Print oder es eben angenehmer ist, das so digital zu haben und von daher zählt es nicht dazu. So, heißt also 22 Print-Neuzugänge und ich habe 22 Bücher von meinem Sub beendet. Das heißt nicht, dass ich nicht darüber hinaus noch mehr Bücher beendet habe, denn mein Januar war sehr erfolgreich als Lesemonat und dementsprechend ist es so, dass am Ende ich dabei plus minus null rausgekommen bin. Allerdings gab es auch noch Bücher, die ich aussortiert habe und abgebrochen habe. Und wir starten einmal mit den Abbrüchen. Wir gucken uns kurz die Bücher an. Ich sage kurz, warum ich sie abgebrochen habe. Denn man muss dazu sagen, ich habe das bisher nie dokumentiert. Bedeutet, ich habe kein wirkliches Gefühl, wie viele Bücher ich immer so abbreche. Denn tatsächlich ist es halt wirklich so, dass das für mich keine Relevanz hatte. Denn wenn das Buch dann zur Seite gelegt ist, weil es eben nichts für mich ist, warum auch immer, ist es aus dem Auge, aus dem Sinn und dann ist es mir egal, um es mal so zu sagen. Aber wir gucken uns die jetzt mal an. Es waren 8 Bücher insgesamt, die ich eben abgebrochen habe. Und wir starten mit einem Buch, bei dem du es schon weißt und bei dem der Aufschrei massiv war. Und zwar handelt es sich um Verblendung von Stieg Larsson. Das Buch habe ich ja in meinem Lesemarathon gelesen. Das werde ich dir oben verlinken. Und mir war es ja einfach zu detailliert. Und die Kommentare waren überwiegend so, oh mein Gott, wie kannst du nur? Und oh mein Gott, du hast ja gar keinen Plan, was abgeht. Da dachte ich mir nur so, ja, natürlich habe ich keinen Plan, was abgeht. Ich habe 100 Seiten gelesen und das Buch hat fast 700 Seiten. Also das ist ja absolut logisch. Und das Ding ist aber am Ende des Tages, dass jetzt aktuell nicht der richtige Moment ist für mich und dieses Buch. Und es wäre halt auch einfach nicht fair dem Buch gegenüber, wenn ich es weiß, erkenne und jetzt weiterlesen würde und es dann dementsprechend entweder lange vor mir herschiebe oder aber es am Ende schlechter bewerte, als ich es machen würde, wenn es der richtige Moment wäre. So, also dementsprechend war es mir persönlich viel zu detailliert. Ich mag es bei Krimis und Thrillern etwas dynamischer.
Und das heißt ja nicht, dass ich nicht irgendwann nochmal zu dem Buch greife, denn ich habe auch gesehen tatsächlich, dass die ja letztes Jahr neu aufgelegt worden sind, also auch nochmal ein bisschen hübscher aussehen als jetzt dieses Design. Und von daher werde ich zum gegebenen Zeitpunkt auf jeden Fall nochmal dazu greifen. Ob ich das Buch dann direkt jetzt aussortiere, weiß ich nicht. Also falls es sich vielleicht ergeben sollte, dass ich das in der neueren Version bekomme, würde ich es mir überlegen. Aber ich werde es mir auf jeden Fall noch hier behalten, um eventuell zum gegebenen Zeitpunkt darauf zurückgreifen zu können. Auch das nächste Buch war im Lesemarathon, und zwar Seelenverrat. Das Ding ist halt einfach, hier geht es ja um eine Hexe, die die Seelen der anderen Hexen ins Jenseits befördert mit Hilfe eines Buches, und dann hat sie wohl fälschlicherweise eben eine Seele, ja, sozusagen zu früh weggeschickt, also heißt, die Person war gar nicht tot. Und ich muss ehrlich sagen, mir war es ein bisschen zu langsam, zu... Ja, irgendwie, also es waren so Details, die vertieft worden sind, die mich aber persönlich nicht so interessiert haben. Gleichzeitig kam dieser Hexenflair zwar auf, aber für mich irgendwie auch nicht genug. Und dementsprechend war es halt so, dass ich mir irgendwann dachte, ja, irgendwie interessiert es mich leider nicht, wie es weitergeht. Auch weil ich die Charaktere irgendwie so gar nicht greifbar fand. Und von daher war auch das leider nicht das richtige Buch für mich. Aber das heißt ja nicht, dass es schlecht ist oder so. Ja, das nächste Buch hat mir gezeigt, dass... Ja, wie sage ich das? Also das nächste Buch hat mir einfach gezeigt, dass Humor super wichtig ist, dass man den teilt. Wenn eine Autorin, ein Autor, wie auch immer, jemand, der ein Buch geschrieben hat oder etwas anderes geschrieben hat, wenn man das Ganze mögen soll. Denn ich habe das Buch im Buddy Read begonnen und dann abgebrochen. Ich glaube nach dem zweiten Abschnitt, weil, dazu kommen wir gleich, auf jeden Fall, habe ich danach auch mit mehreren Leuten darüber gesprochen. Ich könnte mich stundenlang über dieses Buch aufregen, aber das lohnt sich nicht. Und ich war so, ich möchte nicht weiterlesen. Es handelt sich nämlich um Tokio-Regen. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich dir dieses Buch bei den Abbrüchen zeigen würde. Aber ich wusste schon nach dem ersten Abschnitt, dass es für mich tendenziell eher ein Flop ist, weil ich die Protagonistin überhaupt nicht abkonnte. Und wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich eine Frage der Wahrnehmung des Humors. Bedeutet, wenn man diesen Humor teilt, ist es cool. Ich fand es einfach nur ätzend. Ich fand die Protagonistin super Kacke und mochte sie dadurch einfach gar nicht. Es begann damit, dass sie eben nach Tokio kommt und ihre Gastfamilie sieht und eben ihre Gastschwester. Und die Kommentare zu dem Kleidungsstil ihrer Gastschwester fand ich gar nicht cool. Also wirklich, dem konnte ich nichts abgewinnen. Weiter ging es dann damit, dass sie die Katze, die haben eine Nacktkatze gehabt, und das Ding ist, dass da zum Beispiel es auch so war, dass sie so negativ über diese Nacktkatze geredet hat, so nach dem Motto, das ist das hässlichste Wesen überhaupt, blablabla. Und ich denke mir so, nur weil du es nicht schön findest, hör auf, so abwertend darüber zu reden. Und auch danach gab es dann immer noch mal wieder solche Szenen, durch die ich einfach diese Protagonistin ganz, ganz schlimm fand. Und ich glaube aber, wie gesagt, es ist eine Frage von Humor oder Nicht-Humor. Und eine zweite Sache, die mich auch sehr gestört hat, ist, wie hier Essen und eben die Protagonistin in Bezug auf Essen dargestellt wird. Denn es geht ja nicht um das Thema einer Essstörung. Aber ich finde, dass die Aussagen, die hier getroffen worden sind, so unfassbar triggernd sein können, dass das überhaupt nicht klar geht. Denn es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel sie Schulklamotten anprobiert und das asiatische Frauen grundlegend so sehr, sehr schmale Frauen sind, das weiß man ja. Bedeutet also, dass die meisten Europäer zum Beispiel oder eben Leute, die woanders herkommen, die größere Größen brauchen. So, das ist ja jetzt nichts, was man noch nie gehört hat. Und dann ist es so, dass sie, also dass da so gesagt wird von wegen, ja, sie braucht XXXXXXXXL, und dann kommt so in Klammern, aber eigentlich trage ich ja eine M. Weiß ich nicht. Und so fing es an. Und dann wurde ihr Essverhalten ständig kommentiert, sowohl von ihr als auch von anderen. Dann war es zum Beispiel so, dass sie in einem Café waren. Dann sagte so ihre Gastschwester zu ihr, ey, wir gehen gleich noch essen. Sie sagt, so viel gegessen habe ich noch niemals in meinem ganzen Leben. Und dann kam mein persönliches Highlight. Das habe ich tatsächlich selber zum Glück nicht mehr gelesen, denn ich glaube, dann würde dieses Buch in diesem guten Zustand hier nicht mehr in meiner Hand sein, sondern wäre gegen die Wand geflogen. Und zwar soll es wohl eine Szene gegeben haben, in der unsere Protagonistin auf den Protagonisten fällt und sie haben vorher viele Süßigkeiten gegessen. Und dann sagt er, benutze mich mal nicht als Airbag und beim nächsten Mal isst du vorher besser keine Süßigkeiten. Das ist jetzt natürlich frei wiedergegeben, aber so ist es vom Grundlaut her. Und solche Aussagen gab es hier halt so häufig, dass ich mir so denke, das ist einfach für Leute, die eventuell ein Problem damit haben, potenziell super triggernd. Und das Ding ist halt auch einfach, ja, natürlich kann man sagen, es kann auch lustig sein, aber ich finde, das ist nicht zum Lachen. So, das ist nicht lustig. Und wenn es, wie gesagt, irgendeine Relevanz gehabt hätte. Bedeutet, wie gesagt, dass das Thema Essstörung vorkommt. Sei es direkt bei der Protagonistin oder sei es bei irgendjemandem in ihrem Bekanntenkreis. Okay, das wäre vollkommen in Ordnung gewesen. Dann wäre es halt in einen Kontext
eingebettet gewesen. Oder, was ich auch verstanden hätte, ist, wenn damit einfach jedes Mal hätte dargestellt werden sollen, dass eben Asiatinnen anders sind, oder in dem Fall jetzt Japanerinnen, wir können es ja spezifizieren, dass die einfach anders von den Essgewohnheiten sind oder einen anderen Stoffwechsel haben oder einfach schlanker sind oder keine Ahnung was. Und das hätte man dann aber dementsprechend auch zeigen müssen, dass das die Absicht war. So fand ich es einfach nur störend und dementsprechend habe ich gesagt, nein, dieses Buch strapaziert jetzt schon meine Nerven, weg damit. Außerdem, das nächste Buch blende ich dir ein, bevor ich es vergesse, habe ich Sirens abgebrochen. Ja, ich fand das Buch so schön, ne? Ich finde es so, so hübsch. Und tatsächlich war es so, dass vorher schon mir geschrieben wurde, unter einem Video mal, als ich das Buch gezeigt habe, dass die Person vermutet, dass ich es abbrechen würde. Und ich dachte noch so, hä, aber warum denn? Und ich muss ehrlich sagen, das Buch war direkt von Beginn an, ja, so gar nicht meins. Und das lag daran, dass wir ja an sich eine Fantasy-Geschichte haben, denn es geht ja um eine Meerjungfrau und ihr Erbe, was sie kennenlernt und dann antreten soll. Und ich muss ehrlich sagen, es fing an und ich war so, hä, ist das die richtige Geschichte? Haben sie den falschen Umschlag um das Buch umgebaut und eigentlich ist es ein ganz anderer Inhalt oder was ist hier los? Denn es fing so ganz merkwürdig an, es war super wirr und wirkte so 0,0% wie ein Fantasy-Buch, sondern wirklich eher so wie ein normaler Romance-Roman und achso, wir müssen da noch Fantasy einbauen. Und dann wurde rechts und links hier mal was erwähnt oder irgendwas eingebaut. Und die ersten Szenen, die dann auch wirklich was damit zu tun hatten, waren so random und so komisch und generell war die Protagonistin so ganz wenig greifbar. Und natürlich kann sich das entwickeln im Laufe der Geschichte, aber mir hat das einfach überhaupt nicht zugesagt und eher genervt und ich hatte gar keinen Spaß, bei diesem Buch weiterzulesen. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, wir beide beenden unsere Beziehung an dieser Stelle und dann habe ich auch direkt jemanden gefunden, der das Buch dann übernommen hat. Also von daher hat es schon ein neues Zuhause. Dann haben wir Stille blutet von Ursula Poznanski. Das Buch habe ich gehört. Und tatsächlich könnte man ja sagen, bei Hörbuch, ja, zieh es doch einfach durch, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich hätte es vielleicht auch tatsächlich gemacht, also ich habe darüber nachgedacht. Aber ich muss ehrlich sagen, dass auch hier ich das einfach super nervig fand irgendwie. Denn es geht um einen Fall und darum, dass zum Beispiel die erste Person war eine, ich glaube, wie nennt sich das denn? Eine Nachrichtensprecherin und sie liest während der Nachrichten selber vor, dass sie sterben wird. Also sie prophezeit ihren Tod und der tritt dann auch ein. Und dann haben wir eben Ermittler und das passiert jetzt häufiger und so weiter und so fort. So, und das Ding ist einfach, dass ich den Fall jetzt nicht so interessant fand. Also da war ich jetzt nicht so hinterher. Und es war einfach so, dass einige Charaktere sehr unsympathisch waren und die ganze Geschichte war für mich irgendwie so überhaupt nicht spannend oder interessant, sodass ich sie weiter verfolgen wollte. Sie war auch nicht schlecht, auf gar keinen Fall, aber es war in dem Moment überhaupt nicht mein Vibe von Geschichte. Und was ich extrem nervig finde, ist, wenn man so einen Krimi hat und dann hat man eine Ermittlerin und das Einzige, worum es bei ihr ging, war, dass sie so klein und pummelig ist und dass sie ein bisschen dicker ist. Und ich denke mir so, wen juckt das? Und warum ist das relevant für einen Krimi? Also, dass man vielleicht mal kurz die Person beschreibt, sodass man so ein Bild hat. Okay, da kann man das erwähnen. Aber es wurde so häufig erwähnt, dass ich mir dachte, ja, ich habe es verstanden. Ich habe verstanden, dass sie nicht 90-60-90 ist, aber wofür ist das relevant? Es geht doch wohl um ihre Kompetenz als Ermittlerin und um nichts anderes. Also, ja, auch da habe ich dann gesagt, okay, es ist dünn, es wäre eigentlich schnell gemacht, aber habe ich keine Lust drauf. Und bei meinem Try-Chapter, was ich gemacht habe, war dann auch Bite Me Deeply dabei. Und auf die Geschichte habe ich mich an sich auch gefreut, denn es war, oder es geht darum, dass wir eben so eine Vampirgeschichte haben und irgendwie eine Schwester, die ihre verlorene Schwester sucht. Und auch hier war es halt einfach wirklich so, dass ich die Geschichte nicht so wirklich überzeugend fand. Ich fand sie leider nicht spannend, ich fand nicht, dass ein guter Flair aufkam und dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, nee, mit uns beiden wird es nichts, kannst gerne bei dem Video nochmal vorbeischauen, um den direkten Eindruck nochmal geschildert zu bekommen. Aber auch da war es leider ein No-Match zwischen uns beiden. Und in demselben Video vorgekommen ist dann eben auch ein Romance-Buch und zwar Gemeinsam ist man besser dran. Und das war an sich ganz solide, also wirklich, es war ganz solides Buch, einfach so ein klassisches Romance-Buch. Ich wusste einfach, ich würde zu dem Buch nicht greifen, beziehungsweise immer andere Bücher vorangeben, weil es dafür nicht für mich persönlich besonders genug ist. Ich glaube, so als Hörbuch zum Beispiel würde ich es easy mal weghören können, das auf jeden Fall. Aber für Lesende war es dann in dem Moment einfach nicht das Richtige. Und der letzte Abbruch, also Buch Nummer 8, war dann einmal mit tödlicher Präzision, heißt es, glaube ich. Und zwar war das ja ein Buch von Zokos und ich war sehr gespannt darauf. Und auch das Buch habe ich im Buddyread gelesen. Und das Ding ist, wir haben angefangen und zuerst war es so, ja, okay. Und irgendwann hat es uns dann aber einfach verloren. Denn natürlich ist es mit dem Hintergrundwissen durch Zokos Job und so weiter und so fort sehr interessant.
aber dadurch hat es halt auch wenig Dynamik, denn wir haben sehr lang und breit immer so diese ganzen Hintergrundinformationen gehabt und die Geschichte an sich und der Fall an sich kam irgendwie nicht so richtig vor. Also wir hatten einmal eine Szene und dann kam erstmal 50, 60, wenn nicht sogar fast 100 Seiten gar nichts mehr. Und das ist halt einfach sehr, sehr schade, weil auf der einen Seite war es schon interessant, aber das ist halt nicht das, was ich unbedingt haben möchte bei einem Thriller. Und dementsprechend haben wir das Buch dann beide vorzeitig beendet. Das Buch ist tatsächlich dann im Zuge von Tanjas Wanderpaket mitgewandert, weil sie vorher meinte, dass sie das Buch interessiert, beziehungsweise sie es auch mal lesen wollte. Und da ich ihr das Paket geschickt habe, war ich so, packen wir das mit rein, dann kann sie sich das direkt auch rausnehmen. Ich denke mal, dass sie das auch gemacht haben wird. Dann habe ich noch Bücher aussortiert, und zwar 5 Stück. Allerdings kann ich dir jetzt nur 3 zeigen, weil ich zugeben muss, dass ich gar nicht weiß, was die anderen in Büchern waren, aber auf jeden Fall habe ich noch 2 aussortiert. Und zwar starten wir einmal mit Göttererbe. Habe ich tatsächlich aussortiert, denn ich habe das ja mal im Trial Chapter angelesen. Finde es auch grundsätzlich nicht verkehrt. Also auch der Anfang und so hat mir an sich gut gefallen. Aber das Problem ist, dass es mich nicht genug überzeugt hat, sodass ich zeitnah dazu greifen würde. Und ich habe halt überlegt, denn ich habe ja mehrere Bücher, die irgendwas mit Göttergeschichten zu tun haben. Wobei man dazu sagen muss, das ist das Einzige, was so Romance-mäßig ist. Und alle anderen Geschichten sind halt mehr so diese Bücher, die so in Richtung gehen von Ich bin Circe oder Das Lied des Achill, also halt solche Bücher. Und dementsprechend ist es halt so, dass man das nicht ganz vergleichen kann, aber ich würde halt wirklich einfach immer zu anderen Büchern greifen. Und dafür, dass es mich am Anfang so interessiert hat, habe ich einfach festgestellt, es ergibt keinen Sinn, dass das Buch weiter ungelesen bei mir rumgammelt, wenn ich, wie gesagt, gar keine intrinsische Motivation habe, dazu zu greifen. Genau das Gleiche, beziehungsweise das stimmt nicht so ganz, es ist nicht genau das Gleiche, aber ähnlich ging es mir mit Rau wie Eisen, denn auch da habe ich ja reingelesen und ich mochte den Schreibstil sogar. Ich finde auch an sich die Ausgangslage ganz cool, denn wir haben ja irgendwie eine Trickbetrügerin und einen Grafen oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall so in diese Richtung ist das Szenario. Aber ich muss ehrlich sagen, dass auch dazu ich persönlich nicht greifen würde, beziehungsweise eben andere Bücher immer Vorrang hätten, weil ich weiß, dass es mich bestimmt gut unterhalten wird, gar keine Frage, aber es ist aktuell einfach auch dafür nicht der richtige Moment. Und das dritte Buch, was ich dir jetzt zeigen kann, ist einmal ein Buch, bei dem sich das erst relativ spät ergeben hat, und das hatte etwas mit meiner 10 Autoren für 2023 Liste zu tun, denn es handelt sich um Nora Roberts und Die Stunde der Schuld. Ich habe nämlich Ende Januar von ihr die Zeit, Nach dem Sturm, genau so heißt das Buch, habe ich gehört. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand es nicht schlecht, aber es war mir auch viel zu lang gezogen. Also ich muss halt wirklich sagen, es war super lang gezogen. Man hätte die Geschichte deutlich kürzen können. Ich habe nicht verstanden, was am Ende die ganzen Szenen und so weiter sollten, was es hin und her sollte. Und das Buch ist halt ähnlich dick und die Geschichte hat mich dann, als ich nochmal den Klappentext nachgelesen habe, auch nicht so interessiert, dass ich gesagt habe, okay, auf jeden Fall werde ich da dranbleiben. Und deswegen durfte dann das Buch einfach auch ausziehen, beziehungsweise darf es. Das war es auf jeden Fall mit den Abbrüchen und den aussortierten Büchern. Das waren also insgesamt 8 plus 5, heißt 13, bedeutet, das macht am Ende minus 13 Bücher, sodass der Substand aktuell bei 108 liegt. Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Entwicklung. Vielleicht im besten Fall im Februar schaffe ich es dann auch unter die 100. Müsste eigentlich schon machbar sein, außer ich kann mich wieder nicht beherrschen, aber ich versuche es auf jeden Fall. Denn tatsächlich ist es so, dass ich viel gehört habe zum Beispiel. Ich habe im Januar sehr, sehr viele Hörbücher gehört und dann eben auch nicht zwangsläufig irgendwelche Bücher, die ich auch auf meinem Sub habe, sodass man das kombinieren kann, sondern stattdessen habe ich wirklich mehr so Neuerscheinungen und sowas gehört. Und das ist ja nicht schlecht, ne? Also auf gar keinen Fall ist das irgendwie verkehrt, aber, sondern eher eine tolle Ergänzung. Aber das Ding ist natürlich, dass dann der Subfokus so ein bisschen verloren geht. Und das hat mich schon etwas genervt. Im Februar ging es bisher auch leider so weiter. Ich hoffe, das bessert sich noch etwas. Einfach, weil wenn ich dann doch so eher Neuerscheinungen höre und so weiter und so fort, wie sinnvoll ist dann ein Sub? Der Vorteil von mir ist natürlich, dass ich mehr Bücher schaffe als die meisten anderen. Bedeutet also, ich eine gute Mischung haben kann und es auch nicht so schlimm ist, wenn ich eben mal dann meine Lese- oder Hörzeit auf Hörbücher von Büchern, die ich eben nicht auf meinem Sub habe, verlege. Aber dennoch ärgert es mich ein bisschen, muss ich zugeben. Ist aber grundsätzlich nicht schlimm und von daher schauen wir mal, wie sich das im Februar dann entwickeln wird. Und das Video ist auf jeden Fall dafür da, dass du
dich auch gegebenenfalls mit deinem Sub nochmal intensiver auseinandersetzt. Denn ich finde, sich darüber auszutauschen ist ganz cool. Wie gesagt, unabhängig davon, ob man etwas verändern möchte oder nicht. Denn die Subzahl ist halt einfach super individuell. Bedeutet, wenn du dich mit 400 Büchern wohlfühlst oder eben noch mehr, ist das ja vollkommen okay. Gleichzeitig gibt es dann Leute, die sagen 40, oh mein Gott, das ist mir viel zu viel. Und da muss halt jeder seinen Weg finden. Und ich habe ja schon letztes Jahr auf jeden Fall das Projekt ausprobiert, meinen Sub zu reduzieren. Habe ich auch geschafft, ne? Von 100 auf 10 Bücher. Und ich muss halt ehrlich sagen, das war mir zwar ein bisschen zu wenig, aber ich würde es trotz dessen dieses Jahr gerne nochmal anders angehen. Das habe ich auch schon mal gesagt. Bedeutet, dass ich nicht sage, okay, 10 Bücher und dann bauen wir wieder auf. Also zumindest nicht so dramatisch und drastisch auf, sondern okay, eine übersichtliche Anzahl an Büchern. Sagen wir vielleicht, für mich persönlich übersichtlich sind vielleicht so 30 Bücher. Und dann gucke ich mal, wie es mit E-Books, mit Hörbüchern und so weiter ist, wenn ich halt so super flexibel bin. Denn das wollte ich ja halt letztes Jahr eigentlich auch erreichen, aber dann konnte ich mich ja nicht beherrschen. Dann sind die Monate mit der Neuzugänge eskaliert und dann kam eins zum anderen und dann war alles wieder wie vorher. Naja, so viel auf jeden Fall einmal zu diesem Thema. Ich dachte mir, so monatliche Updates können nicht schaden, gerade eben auch, damit man gemeinsam gucken kann, wie es mit den Vorsätzen so läuft. Schreib mir alle deine Gedanken in die Kommentare. Wie gesagt, wie es bei dir so lief mit dem Sub, mit der Subentwicklung, ob du zufrieden bist oder nicht, ob du dir noch irgendwelche Veränderungen vornehmen möchtest, damit es besser klappt oder eben nicht und so weiter. Schreib mir da alles sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten lass mir super gerne ein Abo da, immer gerne ein Like und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du die zukünftigen Videos nicht mehr. Das war es auf jeden Fall heute von mir für dich. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und freue mich, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. 'Cause I've been living life.